Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahmesession von Forgotten Anne. Ja, uns sind die Rebellen leider entkommen. Wir können mit dem guten Sekti nochmal sprechen. I'm telling you, there's something fishy about Pax. He's even cheating at cards. Who does that? Wer macht solche unmenschlichen Sachen? Wer schummelt bei Kartenspielen? So. Der Hebel ist kaputt. Es muss einen anderen Weg geben, den Zug zum Laufen zu bringen. Unser Acker ist ja leider alle. Da können wir leider nicht viel mit ausrichten. Deswegen müssen wir jetzt den guten Pax finden. Das Schaltpult leitet Anima zu den Kupplungen um. Aber die Versorgung von Bahnsteig 1 fehlt. Da haben die Rebellen gute Arbeit geleistet. Da oben haben wir eine Tür. Ist das eventuell schon der gute Pax, den wir suchen? Sieht doch sehr stark danach aus. Huh? Station Master Pax. Madam Enforcer, it's been a while since your last visit. To what do I owe the pleasure? A train full of rebels just pulled away from the platform. Your security guy suggested you might have a mole at the station. A mole? Not under my leadership, Miss Enforcer. However, Sekti down there is the one responsible for screening the passengers. If someone let in the rebels today, it was probably him. Dafür habe ich keine Zeit. Und es ist wieder mal so typisch, dass die Schuld immer auf andere geschoben wird, denn man selbst möchte ja nicht zugeben, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Einer von ihnen muss der Maulwurf sein, aber sie beschuldigen sich gegenseitig. Ja. Is there anything else I can help you with? Sekti ist der Maulwurf oder sie lügen? Wir haben ja gesehen, dass Sekti versucht hat, den Zug aufzuhalten. I don't believe a word you're saying. What? But wait, I'm one of Bonku's most loyal employees. I've been station master for ages. Das hat nichts zu sagen. Das hat rein gar nichts zu sagen. Kann ich hier Bonku irgendwie aktivieren? Da im Spiegel? Nee. Dann schaue ich mal hier raus. So, dann nach oben. Es ist schon wieder eine gute Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen kann es sein, dass die Steuerung und ich nicht die besten Freunde sind. So, ich konnte doch irgendwie auch schneller rennen, oder? So, unser Akra ist leider alle. Wir hier leider nicht viel machen. Okay. Hier ist nichts Neues. So, kommen wir hier hoch? Ja. Kommen in den Zug rein. Der Zug fährt nicht, solange die Kupplungen geschlossen sind. Dann müssen wir erst die Kupplungen aktivieren. Nein, wie hing denn das mit dem Sprinten? Okay. Ha. So ging das mit dem Sprinten. Track Nummer 2. So, was haben wir denn da? Hier können wir was bewegen. Ja, erstmal ein Kleid sauber machen. So, jetzt haben wir hier unten irgendwas geöffnet. Aber was? Ich habe keine Ahnung. So, ich werde jetzt mal hier nach oben rennen. Und nochmal den Sprungparcours versuchen. So. Hier kann ich leider nicht rennen, in dem Gebäude. Ja, da ist nichts. Also ich bin der Meinung, dass diese Uhr hier da irgendwas mit zu tun hat. So. Zack. So. Und jetzt rennen wir mal darüber. So. Das ist Springen. So, sehr gut. Das hat schon mal funktioniert. Okay. Hier haben wir die zwei Kupplungen. Mit diesem Umleitventil kann ich den Anima-Fluss ändern. Na dann würde ich doch sagen, machen wir das. Ach, unser Akra ist nicht aufgeladen. Natürlich. Da müssen wir erstmal wieder so eine Akra-Schatulle finden. Ja, sehr gut. Hat funktioniert.
Okay, da geht's nicht weiter. Das ist die Frage, wo finden wir Akra? Vielleicht können wir jetzt hier unten nach links. Nein, hier verlieren wir unser Akra. Wir müssen das anschalten und dann ist das aus. Dann rennen wir nochmal nach oben. Was hat uns das jetzt gebracht, dass wir da hinten den Hebel betätigt haben? Jetzt ist für beide das Akra leer. Kann ich auch nichts mitnehmen an Akra, ne? Ich versuche jetzt nochmal nach oben zu gehen und da mein Akra aufzufüllen. Ah, stimmt, wir sind ja irgendwie von hier oben reingekommen, ne? Ah, schade. Wo bekommen wir jetzt neues Akra her? Wo bekommen wir neues Akra her? Da oben ging es nicht weiter. Hier hinten haben wir einen einen Schalter betätigt. Und hier gibt es auch weit und breit kein Akra. Wenn wir das betätigen, läuft der Akra-Fluss auf jeden Fall oder Anima-Fluss wieder. Jetzt geht das wieder hier hoch. Jetzt leuchtet das ja auch wieder. Wenn wir wieder nach unten gehen, dürfte theoretisch dieser Destillator auch wieder an sein. Sicher bin ich mir da aber jetzt nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob der jetzt an oder aus ist. Kommen wir da rein? Hier irgendwo? Nee, ist alles zu. Und nochmal nach oben. Ich hüpfe jetzt nochmal da hinten rum. Spur 2 ist an. Jetzt nimm dir doch mal den Schalter hier. So. Der Schalter wird nicht ohne Grund dort stehen. So, ich geh nochmal hier hoch. Und spring nochmal. Hier hat sich jetzt nichts verändert. So, zack. Hier rüber. Ha. Ist nicht aufgeladen, ja, das weiß ich tatsächlich. Wir müssen doch theoretisch irgendwie hier rüberkommen. Guck mal, hier ist nochmal was. Okay, nee, der Hebel ist kaputt, es muss noch einen anderen Weg geben, das zum Laufen zu bringen. Hier kommen wir bestimmt immer noch nicht rein. Die Kupplung ist noch geschlossen, eher kommen wir nicht fort. I spoke with the station master. He accused me, didn't he? Ja, das hat Pax er. Pax claims that it's your fault the rebels got away. Backstabbing sundial! He never liked me and now he's trying to frame me. I don't know what to tell you. I'm no mole. Do what you think is right.
Ja gut, tun Sie, was Sie für richtig halten. Das hilft mir jetzt in dieser Situation auch nicht weiter. Es läuft es auf jeden Fall wieder hier nach oben. Wir können hier uns aber auch nicht aufladen. Genau, das ist unser Problem. So. Wir können uns echt hier kein Agra holen. Denn dazu brauchen wir diese komischen Schatullen. Aber hier ist er auch noch. Kann ich das hier vielleicht ausschalten? Stop! Stop! Oh, oh. I'm the mole! I'm the mole, I say! Okay. Pax war der Maulwurf der Rebellen. Natürlich konnte ich nicht riskieren, dass er seine Rebellenfreunde warnt und ihnen sagt, dass ich sie verfolge. Ich muss ihn um der Gefilde wegen destillieren. Die Rebellen haben den Hebel sabotiert, der die Bremsen des Zuges freigibt. Also muss ich einen anderen Weg finden, um die Kupplungen zu betreiben und zu lösen. Okay, das... Er war der Maulwurf. Es tut mir sehr leid, aber... Was sein muss, muss sein. Wir wollen ja auch aus dem Land der Vergessenen herauskommen, deswegen... blieb uns keine andere Wahl, als den guten Pax zu destillieren. So, und du musst jetzt hier umgeschalten werden, ne? So. Und so. Jetzt geht es nach unten. Und ich denke, jetzt müssten wir die Bremsen gelöst haben. Zap. Pax was the mole. I knew it! I'll get someone from the tower to take him to the plant. There'll be no need for that. You mean... Oh, I see. Ja, es musste leider so sein. Wir hatten keine andere Wahl, sonst hätten wir nie das Agra bekommen. Wir hätten entweder Sekti oder Pax destillieren müssen. Okay. Wir können uns jetzt hier hinsetzen, wir können aber auch aufstehen. Es ist bestimmt nicht geplant, dass wir sitzen bleiben, deswegen schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Rennen kann ich hier leider nicht. Ist ja auch gefährlich. Tagebucheintrag hinzugefügt. Ich habe die Kupplungen gelöst und die Verfolgung der Rebellen wieder aufgenommen. Ich muss die Passagiere befragen und sicherstellen, dass sich keine Rebellen an Bord geschlichen haben. Okay, auch hier sind wieder unsere Detektivarbeit gefragt. Was haben wir hier? Ein Buch, eine Lava-Lampe. Good morning, Forgotlings. Please state your destination and the purpose of your journey. I just finished a night shift at the workshop. I'm going home. I've been reassigned to town. Bonku is tightening security. Thank you. Keep up the good work. Aber das Buch, das hat auch keine Zertifizierungsplakette. Bei der Lavalampe ist es gut sichtbar angeklebt. Bei dem Buch nicht. Und das Schwein sieht sehr verdächtig aus. Good morning. This is the Enforcer. No need to be worried. I'm carrying out a routine inspection. Have you noticed any Forgotlings acting strange today? Strange? How so, Miss Enforcer? Suspicious. Oh no, Miss Enforcer. Nothing like that at all. Jab, have you seen anything? I haven't seen anything I'd call suspicious at all. Thank you for your cooperation. Und auch hier kommen wir das Schwein
sehr verdächtig vor. Oder diese Wackelpuppe da drüben, ganz abgesehen davon, dass es ein Clown ist. Aber bei der Lavalampe ist diese Plakette mit einem grünen Häkchen drin. Und hier ist es ein schwarzes Häkchen, wie es ausschaut. Hello there. Enforcer! I mean, ma'am. Relax. I'm just here to make sure everybody feels safe. Have you noticed anything out of the ordinary today? No! But what a good idea. Especially after those horrible explosions this morning. Do you know anything about those? Afraid not. Oh, it scared me into my box, though. I feel so much better now that you're here. It's such an honor to meet you, ma'am. It sure is. I'll have to tell Jack all about this. Thank you. Have a safe trip. Mir kommen alle verdächtig vor. Durch die Bank. Achso, wir müssen hier wieder durch. Okay. Ich kann leider nicht einstellen, dass die Dialoge lauter sind. So, hier kann ich ja noch irgendwas umstellen. Es gibt nur die Master-Lautstärke, die ich lauter machen kann. Und das bringt mir jetzt hier leider nicht so viel. Na, nach oben. Zack, zack, zack. So, was haben wir hier? Ein einsames Gepäckstück. Good day, Forgotten. Oh, Madam Enforcer. Is something the matter? I'm investigating a rebel attack. Oh, that sounds serious. And it would explain why the train was delayed. Sofort aufmachen. Bitte machen Sie auf, Sir. Wir sind natürlich erstmal freundlich. In light of the current security situation, I need to search you. Do I really have to? Oh, well, I guess I've got nothing to hide. Are those crystals? Have I done something wrong? No, it's just I don't see them very often. These forgotlings were my closest friends before they crystallized. Our human accidentally lost us at a train station. Take a closer look if you'd like. Most of my friends are crystallized now. You must have been here a long time. Feels like we've been here forever. We arrived before you and Master Mongo. You must be on the list for the Ether Bridge then. Aren't you excited about going back soon? I'll be joining my friends soon enough. But I'm not going on that Ether Bridge. Was? Oder warum nicht? Ich glaube, wenn die Sachen zu lange in der Welt der Vergessenen sind, kristallisieren sie sich. Und was will er dann in der echten Welt, in Anführungsstriche, wenn er dafür gar keine Verbindung mehr hat? Wenn alle hier sind und seine ganzen Freunde eh schon gestorben sind bzw. kristallisiert sind, warum sollte er dann jemand anderen den Platz wegnehmen auf der Ether-Brücke? Why not? If you're not on the list, I can talk to Master Banku and put in a good word for you. That's very kind of you, dear, but no thank you. Are you refusing a ticket to the Ether? Is there anything else I can help you with? No, that should be everything. All right. If you'll excuse me, I'd like to take a nap before we arrive. Of course. Dann lassen wir den guten Sal mal in Ruhe. Apply for validation stickers here. Remember, you're not rotten, just forgotten. Two humans must find their way home. Stay vigilant.